Zutaten für 6 Tartelettes kleine Rhabarberstangen, Klammer auf ca. 400 Gramm, Klammer zu, 3 Esslöffel brauner Zucker, 1 k. Vanillezucker, 4 Esslöffel Mandelblättchen, 1 Eigelb, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 100 Milliliter Buttermilch, 200 Gramm Marzipanrohmasse, 6 Platten TK-Blätterteig, Klammer auf ca. 450 Gramm, Klammer zu, Rhabarber waschen und in 3 cm lange Stücke schneiden. 3 Esslöffel Wasser mit braunem Zucker und Vanillezucker aufkochen. Rhabarber hineingeben und 3 bis 5 Minuten zugedeckt köcheln. Dabei soll er nicht zerfallen. Mandelblättchen unterrühren. Eigelb mit 1 Esslöffel Buttermilch glatt rühren und beiseite stellen. Marzipanrohmasse mit übriger Buttermilch in einen kleinen Topf geben und bei niedriger Hitze glatt rühren. Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Blätterteigplatten nebeneinander auf 2 mit Backpapier ausgelegte Bleche legen. Marzipanmasse gleichmäßig auf den Blätterteigplatten verteilen. Dabei rundum einen Rand von ca. 2 cm freilassen, die Ränder mit vorbereitetem Eigelb bepinseln, Rhabarber auf der Marzipanmasse verteilen, Tartelettes im Ofen ca. 15 Minuten auf mittlerer Schiene backen, lauwarm servieren. Dazu passt Vanillesoße oder halb steif geschlagene Vanillesahne.